Henning hat die letzten 20 Jahre in einer Steuerkanzlei als Buchhalter gearbeitet und dann ist er tot umgefallen. Guten Morgen! Henning ist tot und was sagt uns das? Es ist egal, was Henning die letzten 20 Jahre gemacht hat, nun ist er tot. Das verstehen wir alle. Das ist eine ganz simple Logik. Das, was vergangen ist, ist unbedeutend. Aber wenn es darum geht, die eigene Situation zu hinterfragen und zu überlegen, ist das, was ich tue, sind die Menschen, mit denen ich mich umgebe oder ist die Art und Weise, wie ich mein Leben führe, wirklich passend zu dem, wie ich mich fühle, da gelingt es kaum jemandem, die Vergangenheit auszublenden. Ich habe 20 Jahre in der Firma geschuftet und nun zumindest nicht mehr ganz unten in der Karriere leider zu sein. Da gebe ich nicht auf. Oder wir sind jetzt schon 30 Jahre zusammen und andere Menschen bewundern uns dafür, geben uns Komplimente, Anerkennung. Das gebe ich nicht auf. Ich habe über 10 Jahre schon 40.000 Euro auf meinem Konto angespart. Da kann ich mir jetzt nicht erlauben, mal kürzer zu treten und einfach mal innerhalb von 1-2 Jahren das Geld vielleicht aufzubrauchen. Vielleicht erkennt sich der ein oder andere wieder oder sieht das im Bekanntenkreis. Denkt an Henning, er ist tot. Wir werden seit unserer Kindheit dazu angetrieben, immer besser zu werden, immer mehr zu haben, immer erfolgreicher zu sein und dann am Ende des Lebens, wenn wir dann wirklich sterben, dann merken wir, wie wir betrogen wurden von der Gesellschaft und von ihren Werten. Kennt ihr Johnny Cash Lied Hurt? Ich verlinke euch das mal unten. Hört euch das mal an. Wir erkennen, wenn wir uns die Zeit dafür nehmen, im zunehmenden Alter, genau wie Johnny, immer mehr, wie unwichtig Werte wie Erfolg und wie Geld sind. Wenn wir natürlich in einem Freundeskreis, in einer Familie oder in einem Kollegium so eingespannt sind, dass immer wieder neuer Input kommt, sowas wie hey, ich habe mir das gekauft, hey, ich mache eine Weltreise oder hey, ich habe mein 5. Kind und alle jubeln und alle bewundern denjenigen dafür, dann fällt es natürlich sehr schwer, sich da weiterzuentwickeln, da auszubrechen, sich da Gedanken zu machen. Aber was denkt ihr, was das negative, intuitive Gefühl in der Bauchgegend euch sagen will? Wozu dieses Gefühl da ist? Kennt ihr Menschen, die diesem Bauchgefühl, dieses Grummeln, dass man was verändern muss, die diesem Bauchgefühl nachgegangen sind und einfach ihr altes Leben hinter sich gelassen haben und dieses dann bereut haben? Fragt euch das wirklich mal. Kennt ihr Menschen, die ihr altes Leben hinter sich gelassen haben und komplett neu angefangen haben und dieses danach bereut haben? Ich kenne keinen und ich kenne einige, die wirklich komplett neu angefangen haben. Ich habe neu angefangen, zweimal komplett in mein Leben. Einmal die Annehmlichkeiten einer Anstellung im öffentlichen Dienst aufgegeben, um mich mit etwas selbstständig zu machen, was, glaubte man der Gesellschaft, keinerlei Erfolgschancen hätte. Flirtcoach. Ich habe über 6 Jahre als Flirtcoach gearbeitet und konnte davon leben und hatte sogar noch Zeit, mir andere Standbeine aufzubauen. Klar, ich habe einen sicheren, sehr gut bezahlten Job, wo man wenig arbeiten muss, aufgegeben. Aber ich hatte dann innerhalb der nächsten Jahre eine viel erfüllendere Arbeit und dadurch plötzlich auch viel mehr Geld verdient, obwohl ich gedacht habe bzw. denken musste, weil die Gesellschaft mir das hat glauben machen wollen, dass eine entbehrungsreiche Zeit vor mir stünde. Da hat eine Wand hochgezogen. Ne? Bloß nicht ausbrechen aus diesem Leben. Das wird nix. Genau das Gegenteil ist eingetroffen. Und das möchte ich euch vermitteln. Wenn ihr an die Vergangenheit denkt und dann an eure Zukunft, dann denkt ihr, weil ihr eben genau wie ich damals so gelernt habe zu denken, dass man nun wieder bei Null anfangen muss, das ist was Negatives und dass wenn man bei Null anfängt, dass man sich Stück für Stück alles neu erarbeiten muss, dass alles was hinter einem ist ja gar nichts mehr wert ist, weil es ja nur diesen einen Weg geht. Das muss aber nicht sein. Das Leben und seine Einflussfaktoren auf unseren Geist und auf unseren Körper, das ist so komplex, dass wir gar nicht in einfachen eindimensionalen Zeitachsen der Entwicklung denken sollten. Eventuell gibt dir die Freude an der neuen Arbeit viel mehr Lebensqualität als das Geld der alten Arbeit. Eventuell gibt dir die soziale Interaktion mit neuen Menschen viel mehr Lebensfreude als die Annehmlichkeit einer sehr einfachen Arbeit. Oder eben eine neue einfache Arbeit gibt dir durch den neu gewonnenen geistigen Raum einen viel intensiveren Zugang zum Leben. Wer weiß das?
Hört auf euch auf eure Vergangenheit zu versteifen und einen einmal zurückgelegten Weg immer weiter gehen zu wollen. Eventuell ist das nicht der beste Weg für euch. Habt ihr damals schon dran gedacht, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass den Weg, den ihr als junger Mensch eingeschlagen habt, mit eurem damaligen Mindset, mit euren damaligen Erfahrungen, mit eurem damaligen Wissen, dass dieser Weg immer noch genau der richtige ist? Habt ihr euch nicht verändert? Sind eure Werte und Ansichten immer noch dieselben? Nein, aber warum seid ihr da immer noch auf demselben Weg und habt nicht den Mut, den Weg zu verlassen? Etwas natürlich vielleicht unangenehm durch das hohe feuchte Gras zu warten, um mal einen anderen Weg auszuprobieren. Das zweite Mal, wo ich meinen Weg wieder verlassen habe, war als ich durch meine Selbstständigkeiten und den Erfolg so viel Geld hatte, dass ich gar kein finanzielles mehr erwirtschaften konnte, weil ich mir alles gekauft hatte, was ich wollte und dann eben erkannt habe, dass das Streben nach mehr Geld, mehr Erfolg und mehr Anerkennung durch diese Sachen einfach nur ein Weg ist, der immer wieder im Kreis führt. Das Leben wird plötzlich so klein, es ist immer wieder dasselbe. Unzufriedenheit kaufen, Anerkennung, Frust. Kaufen, Anerkennung, Langeweile, kaufen, Anerkennung, Unzufriedenheit, Depression, kaufen, Langeweile, kaufen. Ich empfehle jeden Menschen reich zu werden, jeden Menschen empfehle ich das, aber bitte schnell, sehr schnell, denn wer langsam immer mehr Geld verdient, der bekommt gar nicht mit, wie er in diesem Kreislauf feststeckt. Er redet dann von schönen und von schlechten Zeiten, die es halt eben so im Leben gibt und gibt sich dann damit zufrieden. Aber das, was er als Leben bezeichnet, das ist die Runde im Gefängnishof. Klettert über diese Mauer, nehmt die Gefahr in Kauf. Der Schlüssel liegt in einem neuen sozialen Umfeld der Liebe, in Erfüllung der Arbeit und in einer offenen Geisteshaltung. Lasst eure Vergangenheit hinter euch und zieht sie nicht zu Rate, wenn ihr neue Entscheidungen treffen wollt. Fangt bei Null an. Wirklich, fangt bei Null an in eurem Geiste und wisst, und das ist das Entscheidende, dass diese Null nicht die Null ist, was die anderen euch sagen wollen, sondern alles das, was ihr bisher getan und erfahren habt, das fließt mit ein. Darum wechselt ihr den Weg. Das hat euch die Kraft gegeben, das hat euch die Erfahrung, die Erkenntnis gegeben, den Weg zu wechseln. Also dieses Fang bei Null an bezieht sich nur, wähle einen anderen Weg, aber es ist nicht die Null. Und das ist wichtig zu verstehen. Ich verdiene derzeit monatlich zwischen 400 und 800 Euro. Siehe auch dazu meine Business Updates, in denen ich euch monatlich quasi die kompletten Einnahmen, die ich verdiene, was ich verdiene, offenlege. Oben Infokarten. Ich arbeite quasi den ganzen Tag. Ich denke über Entscheidungen meines Lebens nach und wie andere davon profitieren können. Ich erweitere mein Wissen und dass andere davon lernen können und auch bessere Entscheidungen treffen können. Ich arbeite an meiner Aussprache, damit mich andere besser und vorurteilsfreier aufnehmen und verstehen können. Ich erarbeite mir marketingrelevante Instrumentarien, wie ich mehr Menschen erreichen kann. Ich treffe mich physisch mit vielen Menschen, die ich inspiriere und die mich inspirieren. Kurzum, ich habe mein Leben den Sinn gegeben, die geistige Evolution der Menschheit voranzutreiben und richte alles 24 Stunden am Tag darauf aus. Dinge, wie dass ich mir nicht alles kaufen kann, was ich will, oder dass mich Menschen verachten, weil ich keine gesellschaftlich gewünschte Rolle im System einnehmen möchte oder meine Gesundheit nicht optimal gestalten kann, weil dafür einfach die Zeit fehlt, die ich mir nicht nehmen möchte. Diese Dinge sind sicher unschön, aber gehen komplett unter und werden allenfalls unschöne Randnotizen. Aber das Entscheidende ist der Weg. Ich will die Welt verbessern. Das ist mein Weg. Der Weg, wovon ich überzeugt bin, dass es der Weg ist, den ich gehen will. Das muss nicht dein Weg sein. Aber lass dir nicht von Dingen, die für die Gesellschaft wichtig sind, dir deinen Weg aufzeigen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass der Weg, den alle gehen, auch deinen ganz persönlichen individuellen Bedürfnissen entspricht? Stell dir doch mal die Frage. Und wenn du gesellschaftlich anerkannt bist, dann gehst du den Weg der Gesellschaft. Ne? Stell dir diese Frage und stell dir die Dinge in Frage, die dir wichtig erscheinen. Stell alles in Frage. Tabula rasa. Probiere neue Wege aus. Auch wenn du nicht weißt, was du willst, probier einfach die Dinge aus. Einfach probieren.
Verharre nicht auf einem Weg, nur weil du denkst, dass wenn du diesen Weg schon so lange gegangen bist, dass es immer gut sein muss, darauf weiterzugehen und dass du ganz viel wegwirfst. Das wirfst du nicht. Das sind wertvolle Erfahrungen, die du gesammelt hast. Auch auf einem Weg, der vielleicht nicht optimal für dich ist. Das soll es für heute gewesen sein. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Ciao.